Kann ich auch die Behandlung direkt mitwürfeln? Ja, Wegen Spitzelsäure? ich muss gerade selber mal in der Wege der Schwerstkrankheit nachgucken. Wir können sonst erstmal Jalan und der Fadarius abhandeln, je nachdem, wer gerade was hat, dann gucke ich in der Zeit. Okay. Muss gestehen, jetzt gerade habe ich ausnahmsweise mal nichts. Größtenteils, weil ich einfach nach oben gegangen bin und den ganzen Blödsinn unten von anderen Leuten Okay, gemacht dann habe. überhaupt kein Problem. Also, Meine. wir können auch immer springen, wenn ihr sagt, ihr wollt springen. Nichts Ich braucht. würde nur noch mal kurz vom Oberdeck zu ihm hochrufen. Einladen! Wie lange denkt ihr, brauchen wir noch? Lassen wir lieber das Ruderboot zurücksegeln. Die Breitseite sollten wir nicht provozieren. Ja, sobald es dann losgeht. Also, wie lange brauchen wir nach Festum? Ich konnte ja auf dem anderen Schiff die Karten einsehen. Kann ich über die abschätzen, wie lange wir noch mal Festung brauchen? Generell ja, also du hast einen Überblick darüber, wo ihr aktuell seid und wie schnell euer Schiff ist. Ich hatte gesagt, Geschwindigkeit 8. Daraus kannst du dir die Kilometer pro Stunde berechnen und damit dann auch, wie fix ihr in Festum seid. Okay. Also Kannst du rechne mir das Geschwindigkeit. Ergebnis? Kannst du mir das Ergebnis verraten oder weißt du es? Oder? Ich weiß es nicht. Also misst die. Du hast den Token, hast du in der Torbrischen See und das Ding ist geeicht, also einfach mal. Das sind wohl 300 Meilen, 300 Seemeilen, wenn ihr direkt fahrt. Also ihr müsst euch überlegen, wie ihr fahrt, aber kannst du selber jetzt ausrechnen. Mit Okay. der KMH aus der GS8. GS8 heißt 8 8 Meter Meter pro pro Sekunde. Sekunde. Glaube, das wurde letztes Mal schon gesagt mit den 30 km/h oder was das war, ne? Okay. Bin ich jetzt der Meinung? Nochmal nachrechnen. Ist 29 in etwa. Genau, 8 mal 3,6. Wir sollten morgen gegen Mittag. Kommt das hin? Mittag? Nein. Wir haben jetzt 22 Uhr oder sowas. Wir sollten am morgigen Tag Festung erreichen. Ja. Wunderbar. Kommt ihr zurecht? Hi. Daraus wendet sich mal nach links und schaut, ob er die Maraskanerin sieht. Aktuell nicht. Aktuell hat sie nichts mit dir zu bereden. Celeste, Ja? stimmt es, dass wir hier nicht nur ein Herz haben und durch das Gehirn, sondern auch Nieren, eine Leber, vielleicht einen Magen? Ist da was dran? Was glaubst du denn? Wir Und leben, das. wir atmen. Und wie geht es unseren Organen? Wir haben schon lange keine neuen Menschen mehr bekommen. So langsam verstopfen die Nieren. Das Unwasser muss gereinigt und aufbereitet werden. Ein paar frische Körper. Wasser muss gereinigt werden. Aufbereitet. Im Atropäum. Wir haben noch einige Seelen an Bord, einige Körper von guten Menschen. Sie würden das Wasser reinigen. Frag sie doch, ob sie sich anschließen wollen. Wie anschließen? Anschließen an das Schiff? Meine, die Toten, die müssen wir doch nicht fragen. Bin mir sicher, sie würden alles tun, um einen Teil der blutigen See zu reinigen. Meinst du wirklich, ich rede von Toten? Wir brauchen lebende Körper. Das Unwasser. Na, sie werden an das Schiff angeschlossen. Und dann wird es durch ihre Adern gereinigt. Weißt du nicht, wie eine Niere funktioniert? Das ist das Atropäum. Wir leiten es wie die Menschenleiber durch ihr zartes Fleisch
Es nimmt die Verunreinigung auf. Du müsstest sie sehen, wie sie dort verwesen, bei lebendigem Leib. Nach ungefähr 2 Wochen werden sie dann von Lubdiel ausgetauscht. Und eine Kreatur. Faulendes Fleisch. Faulende Menschenleiber. Nun, ich glaube, wir haben niemanden an Bord, der hier länger bleiben möchte, geschweige denn nach 2 Wochen das Zeitliche segnen will. Gibt es keine andere Möglichkeit, die Organe aufzufrischen, Wasser zu filtern? Denk dir was aus. Bisher wurden Menschen dafür benutzt. Vielleicht klappt es auch mit Tieren. Ich weiß es nicht. Würde das mit Humerian funktionieren? Vielleicht. Na, Nicht mal, wie du denkst. Das geht wieder in Konzentration. Konzentriert sich aufs Unterdeck, wo sich, glaube ich, derzeit genau eine Person aufhält. Ja. Na, beziehungsweise nein. 1, 2, 3 Söldner von Teaser sind auch noch dabei. Und du spürst keine Personen. Du hattest damals ganz wichtig nach Menschen gefragt. Du spürst noch andere Kreaturen. Krakon. 3 Stück. Krakonia, waren das die, gegen die wir gekämpft hatten beim Altar? Ja. Ah, okay. Krakonia. Aber hier bei der 5 dort gibt es noch. Ich Doschek, so. richtig. Doschek Ja. steht da immer noch rum und da ist aktuell sehr wenig los. Also die Hibernatoren sind verlassen. Auf der Seite liegen die ganzen erschlagenen Humerier. Und die auf dieser Seite hattest du ja entlassen, um gegen die Piraten zu kämpfen. Also die haben das Schiff verlassen. Die haben das Schiff verlassen, genau, auf deinen Befehl. Okay. Müsstest du jetzt noch neue besorgen? Müsste man überlegen, wie man neue kriegt. Fragen über Fragen. Entschuldigung, wir haben hier 3 Krakonier Richtig? und hier noch 3 gefangene Söldner. Und die Krakonier sind, die leben. Die leben. Okay, interessant. Können wir fahren, ohne unsere Nieren auszutauschen? Schwerlich, aber es wird gehen. Gut. Brauchen etwas, um Fische oder Meeresgetier zu fangen, während wir unterwegs sind. Wir müssen etwas essen. Vielleicht fällt dort etwas für Gehen die wir auf Minen ab. Waljagd. Nun schauen wir mal, was uns in die Fänge gerät. Einen großen Wal, den wir verschlucken mit unserer Maulgrotte. Wir können ihn sicherlich bis zum Antropeum führen. Das würde ihr gefallen. Nun, lassen wir etwas. Das Letzte, du weißt, was eine Reuse ist. Wir werden jetzt unter der Arche so etwas einrichten wie eine Reuse. Du kannst spüren, wie aus allen Winkeln die Segel geschoben werden, die nie gebraucht worden sind. Sie werden durch das Schiff geschoben. Das Holz arbeitet und formt, schneidet. Was machen die anderen? Jalan will nichts tun, Fiona, Romilly, dir ist mittlerweile bekannt, woran die Leute höchstwahrscheinlich leiden und auch das Gegenteil. Du Ja. brauchst frisches Sansar. Ähm, Oder Neckarkraut. ja.
Ich würde mal hoch zu Ephadaios gehen. Und ja, wenn ich ihn gefunden habe, also je nachdem, Du was ich da gerade hörst ausspiele. dort vielleicht ein Gespräch über Walfang. Ephadaios, eintreten. Ah, Fiona, kommt hoch. Wir sprachen gerade über Wale. Ja. Das Gesicht verzieht sich so ein bisschen. Du kannst die diabolische Fratze von Xyleste sehen. Ja, aber sie bleibt dabei. Ne? Sie wird das nicht präzisieren. Macht euch keine Sorgen, wir werden Fische fangen. Das Wale will ich nicht. hoffen. Weiß Waffen ihr, dass ihr das nicht tut. Die Gut. Ich Gaben bin ist. hier, weil Ja. wir unten ein paar Kranke haben. Sie sind an der, ja, Effortseuche erkrankt, nehme ich an. Wir brauchen als Gegenmittel eine, naja, eine Art Paste aus Sansarum. Kennt ihr das? Oder Neckarkraut. Neckarkraut, Ich meine, könnt ihr das hier einfach so wachsen lassen? Ich meine, hier wächst so alles Mögliche wild herum. Oder ist es dann auch verseucht? ein Stockwerk tiefer in der Kapitänskajüte habe ich etwas gesehen, was aussah wie ein kleines Aquarium. Vielleicht dort etwas drin. Zudem würde ich euch bitten, als Ferdi, dass ihr mit ihnen sprecht. Ich weiß, dass Gebete und Gespräche zur Einkehr gegen diese Krankheit helfen. Also würde es euch etwas ausmachen, zu ihnen zu gehen und mit ihnen zu beten? Natürlich nicht. Wie ansteckend ist denn diese Krankheit? Müssen wir sie vom Rest der Crew trennen? Das hat's mir jetzt nicht geschrieben, Frosty. Ist sie ansteckend? Muss gerade mal schauen. Also steht ja ab 6 Wochen auf See, deswegen dachte ich es eher nicht, oder für uns, Ja, weiß ich nicht. also ja, Nebenwirkungen einer Verfluchten durch Effort oder Preios-Geweihte. Gut, das weiß ich jetzt Ja. natürlich nicht, aber ich sage einfach mal, das ist eine Art Fieber, steht hier auch so drin. Dementsprechend ist es ansteckend wie ein Fieber. Also wenn du da jetzt mit irgendwie weiter Kontakt mit denen hast, dann wird das sicherlich sehr ansteckend sein. Naja, wenn ihr aufpasst, dann nicht. Ich denke, es gab auch schon sowas wie Wunderheilung, aber ich denke auf einem solchen Ungetüm eher nicht. Vielleicht, wie gesagt, sprecht ihnen gut zu, betet mit ihnen. Ich denke, vielleicht seid ihr auch gerade, weil ihr durch Effort agiert, besonders geschützt vor dieser Krankheit. Lasst uns unten im Aquarium nach dem Neckarkraut schauen. Erzählt mir, was denkt ihr über unsere Gäste an Bord? Diese Frau, ihr habt sie doch herumgeführt. Sie war sehr neugierig. Der Magus sprach komisch mit ihr. Sie Gaspar, der erkannte Wandler? ihn. Sie erkannte ihn irgendwie als von einer grauen Gilde, glaube ich, und sagte, er wollte irgendeinen Zauber auf sie wirken, um sie zu prüfen oder so ähnlich. Da muss ich mit Brendidia nochmal drüber sprechen. Ich habe mir den Namen gemerkt, was dieser Zauber kann und was es damit genau auf sich hat. Sie sagte, Okay. ihr Bruder sei auch ein Magus, soweit ich es mitbekommen habe, und ja, sie scheint etwas vorlaut zu sein, aber das ist ja nicht schlecht. Etwas wehleidig vielleicht. Naja, mal sehen. Ist ja auch keine Torwallerin. Kratz ich kurz mit der Kopf. Ansonsten der andere, naja, euer, sagen wir es, Ehrengast, auf den ich aufpassen sollte. Leider hat der Chorgeweihte ihn zwischen die Finger bekommen. Was? Er Wartenberg ist ist noch noch an hier. Bord? Ja, ich musste ihn verarzten, er wäre sonst wahrscheinlich verblutet. Wie ist das denn geschehen? Ihr solltet doch nach ihm. Warum habt ihr ihn nicht von Bord gebracht? Weil ich das Bewusstsein verloren habe. Ich war auf dem Weg und wollte noch mehrere ich sag mal, der von diesem Schiff eingesperrten Söldner mitnehmen, und als ich
das, naja, als es aufging, bin ich sofort ohnmächtig geworden. Verdammt. Ich kann froh sein, wenn ich mich hier angesteckt habe, das wird man sehen. Bei den Nachbarn. Nun ja, jetzt ist er erstmal außer Gefecht gesetzt. Ich denke, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Aber was ist mit ihm? Warum habt ihr so ein Bedenken? Ich meine. Ich glaube, er wird hier nur für Unruhe sorgen, ja. Er hat die Gezeitenspinne schon einmal gesehen, ja. Er will sie am Meeresgrund wissen. Dabei war sie da schon mal und ist zurückgekehrt und. Ja. Er lebt nur die eine Seite seiner Emotionen aus. Etwas, was viel zu viele verbrüdert. Ah! Ah! Hä? Was viel zu viele Brüder des. Alles in Ordnung? Von Elbe und Flut inzwischen. Es ist, habt ihr Schmerzen? Ah. Was ist mit euch? Seid ihr getroffen worden? Ah. Wir haben die Reuse fertiggestellt. Wir können jetzt fangen. Gut, es ist nichts. Wie ich hörte, sind wir bald doch im Festum. Ich meine, dann seid ihr ihn los, dann können wir ihn dort irgendwo in ein geeignetes Krankenquartier bringen und alle unliebsamen Gäste. Ich meine, es ist nicht mal mehr ein Tag. So lange werden wir ihn schon unter Kontrolle haben. Ich meine, er ist so stark verletzt. Es wäre ein Wunder, wenn er überhaupt noch aufsteht, bevor wir dort sind. Ja, ich habe ihn verarztet. Wie gesagt, er sah wirklich schlimm aus. Gut, er soll ein Quartier bekommen und wäre gut. Wisst ihr, ob wir jemanden haben, den wir als Wache abstellen könnten, dass er hier nicht an Bord rumwandelt? Ich bin mir sicher, wir finden jemanden. Ich meine, ihr vertraut doch diesem. Was ist? Er sollte nicht an Bord sein. Wem vertraue ich? Diesem Ugdan, den ich jetzt vorhin schon dabei hatte. Ich meine, können wir ihn nicht vielleicht abstellen? Das ist nicht so, dass ich ihn besonders leiden kann, aber im Moment bei dem ganzen Chaos hier und den ganzen Fremden wäre es vielleicht gut, wenn zumindest ihn ihr langfristiger kennt. Ja, sagt ihr Ugdan Bescheid? Ich kümmere mich hier um das Neckarkraut. Gut. Ich werde den anderen auch sagen, dass sie euch die Ruhe geben sollen, um mit den Kranken in Ruhe zu sprechen und mit ihnen zu beten. Okay. Ja. Ich gehe dann Ugdan suchen. Und lass Epadaios bei den anderen. Ich scanne dieses. Ist ein Aquarium, oder? Was da in der Kapitänskajüte ist? Ja. Das ist ein Aquarium. Dort vielleicht Neckarkraut angepflanzt. Hast du einen Schicksalspunkt? Lass mich kurz überlegen. Habe ich einen Schicksalspunkt? Oh, ich weiß nicht mehr, Leute, habe ich den heute benutzt? Ich weiß es auch nicht. Jalan sagt ja. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube auch noch, dass ich ihn habe. Dann los, von Chippy ist er da. Okay. Chippy. Dann werde ich jetzt Jasper aufsuchen. Jasper! Oder ich. Ja, versuch einfach unten zu spüren, wo er ist. Ja, ja. Unten bei der 24, da hat er irgendwie wohl sein Lager. Wenn man das Lager nennt. Er kommt dann auf dich zu. Ja, was kann ich für euch tun, mein Herr? Geleiter Herr, besitzt ihr so etwas wie ein Labor? Es ist zu einer Sieche unten unter Deck gekommen. Wir müssen das Neckarkraut verarbeiten. Ich besaß. Mir wurde meine Räumlichkeit leider noch nicht wiedergegeben, da der Kapitän bisher anderweitig entschieden hat. Und er vertröstete mich auf später. Er sagte, ihr könntet euch darauf kümmern und ihr würdet mir eine neue Bleibe zuweisen. Aber meine aktuelle Bleibe wurde wohl dem Magier Brindigian hinzugewiesen. Der ist allerdings wohl auch gerade nicht in diesem Raum, sondern unten bei Iribalgur, vermute ich. Oh, verdammt. Jasper, ihr sollt sofort euer Gemach bekommen. Braucht ihr irgendetwas Besonderes dort drin? Irgendetwas, was ich von der Arche wachsen lassen kann? Ihr könnt mir auch Iribalgurs Kabine zuweisen. Die hat ein eigenes Alchemielabor. Sehr gut ausgestattet, möchte ich meinen. Gut,
Ja, Chemie-Sachen solltet ihr erstmal bekommen. Ihr werdet sie euch aber mit Magister Mundigian teilen müssen. Über die restlichen Habseligkeiten von, was war sein Rang? Eribalgur. Er war der ehemalige Borgmagister. Einer von, nun ja, mehreren. Gut, über seine Ich sehe weiteren mich eher als, Habseligkeiten. oder ich sah mich eher als Gefangenen an, weniger als Bordmagier. Ich war natürlich nie freiwillig hier. Aber das wisst ihr ja. Nun, dann seid ihr jetzt in eurem Rang hier aufgestiegen. Ja, ihr sollt auch Zugang zu seinen Habseligkeiten haben. Wie wir weiter mit ihnen verfahren, wird dann Magister Bonici entscheiden. Sagt, bekomme ich Zugang zu den Toren? Zu den Toren im Die zweiten Unterdeck. Invokationsseile aus Meteor heißen. Macht die da natürlich alles unglaublich leicht. Ihr müsst nur Ja sagen. Um was handelt es sich nochmal genau? Meteoreisen? Richtig, der Name sagt bereits, worum es sich handelt. Ja, um Gottes Willen, bleibt mir. Erspart mir die Details, Magister. Gut, hier nehmt das Neckerkraut, stellt sicher, dass es bis zur Verarbeitung konserviert wird und lasse euch einen Raum wachsen. Bei den Offiziersräumlichkeiten, wenn euch das genehm ist. Ich würde natürlich sonst auch eine Verbindung zu den alchemistischen Laboren von Iribalgo bevorzugen. Ich glaube, wir werden häufiger mit euch diskutieren. Oben wäre schon besser. Wie ihr Gut, hier ist wünscht. das Neckarkraut. Weiter geht's Verbeult wieder sich hoch. tief, gönnerisch und ja, ungefähr 6 Stunden später habt ihr die Gegenmittel, die ihr braucht. Möchtet ihr in der Zeit irgendetwas tun? Möchtet ihr euch hinlegen? Wollt ihr Ich Gespräche schlaf. führen? Wie sieht das aus mit Romili? Möchtest du da dann dich auch irgendwie hinlegen oder mit den anderen noch kurz unterhalten? Ist natürlich jetzt auch schon spät geworden. Möchtest du durch die Arche streichen? Es ist schon extrem spät, aber so ein bisschen Pflichtbewusstsein hat die junge Dame dann doch und würde bei den Kranken verweilen, bis zumindest der Geweihte da ist. Also irgendwann wird vielleicht auch Ephadaios dazu stoßen, wenn nicht so viel dabei ist. Also ich überspringe das jetzt einfach mal, weil viele gerade wenig zu tun haben. Und Ich würde mich dann gern bald hinlegen. ja, genau. Fossi, ganz kurz noch. Ich wollte natürlich vorher noch, wie angekündigt, Ogdan abstellen, dass er auf den Typen da aufpassen muss eine Zeit lang. Auf welchen? Auf Wartenberg, oder? Auf Wartenberg, genau, wie ich es mit Ephadaios gerade abgesprochen habe. Passt, gut. Also vermutlich wird Myria einfach entweder aus dem Bett getreten oder zumindest einen Meter zur Seite getreten und dann da einfach die Kabine überlegt. Also du Dann willst auch siehst du aber Fiona Iribalgus auch in dem berühren? Bett, die denkt nämlich auch, es ist ihr Bett, weil sie da Ja, letztes Mal aufgewacht ist. okay, egal. Myria Das und Ding ist groß Predigian genug. gehen dann irgendwie schlaftrunken müde irgendwie einen Raum weiter. Die wissen selber nicht genau, was da gerade irgendwie Phase ist und wem was gehört. Das habt ihr euch nämlich noch nicht. Komm, kuscheln drauf. Egal, ich bin längst über irgendwelche Ideen hinaus von Anstand oder so. Aber Ja, wir und können. nach, weiß ich nicht, einer Stunde des Herumstreunerns kann auch Romilly sich hier ein bisschen zurechtfinden. Es ist natürlich alles noch ziemlich ungewohnt und dass die Archenkäfer, die um dich herum krabbeln, kriechen, auch auf den Kranken herum, aber ja, Ephadaios kommt irgendwann zu dir. Alle legen sich irgendwann wieder hin. Man hat zwar schon an diesem Tage geschlafen, aber es war so sehr anstrengend, dass man das auf alle Fälle braucht. Und dann würde ich einfach mal die nächsten Stunden springen. Bis endlich zum nächsten Tage. Jetzt haben wir den 14. Wir haben es geschafft. Und schreiben 8 Uhr morgens. Das ist eine gute Zeit. Ephadaios, hast du die Kilometer pro Stunde ausgerechnet und erreicht ihr das bis 8 Uhr morgens? Sollte passen bei Ja, ziemlich genau um 8 Uhr morgens sehen wir fest Also, es sind jetzt, wie gesagt, 30, 300, 300? Wären es jetzt zwei. Ja, genau, doch, stimmt, hast recht. 10 Stunden. Wo wollt ihr denn hin? Sagt mal. Ja, ihr könnt das jetzt hier auf der Karte sehen. Hier Festums ist doch eine hier. nette Bucht. Nersand ist hier. Da wir ja jetzt Leiter haben, die uns ausweisen können,
können wir uns ja langsam Festung nähern und wieder Flaggensignale geben. Nein, auf keinen Fall. Wir fahren nicht mit einer Dämonenleiche nach Festung rein. Okay. Mach vieles, aber das nicht. Ja, dann werden wir, also wenn du das nicht festlegen möchtest, genau zwischen Festung und Nähersand einlaufen. Ja, da sind natürlich auch noch ein paar Dörfer hier dazwischen. Aber das könntet ihr prinzipiell machen. Ne? Es gibt so eine kleine, es ist keine Reichsstraße, nicht gut ausgebaut, aber auf alle Fälle zwischen Festum und Nersand eine etwas größere Straße. Garbeldübe, Pilkam, Sonnengrund, Hinterbruch, Suprit. Für mich sind das alles bornische Dörfer. Ja, sagt an, wo wollt ihr hin? In eine Bucht. Einen, der kein Dorf ist. Denke ich. Oder hat jemand eine bessere Idee? Du sagst mir, es abgemacht, oder? Warte, es abgemacht. Alles klar. Dann könnt ihr am nächsten Tage, alle frisch ausgeschlafen, steht ihr auf dem Zentraldeck und schneit ziemlich dicht. Die Flocken sind noch etwas voller geworden, flockiger. Und betrachtet jetzt gerade das Land, was sich vor euch auftürmt, aufbaut, ja, an den weißen Nebelwolken vorbei und dann wird langsam die Geschwindigkeit aus den Spinnenbeinen herausgenommen, die wie selbstverständlich vor sich hinzucken. Und ihr sucht euch da eine schöne Bucht, an der ihr dann ja, versteckt lagern könntet. Genau, Regeneration, ganz normal, aktuell für Romini, weil hat nur normales Bett. Alle anderen plus 1. Ja, hier steht jetzt wie gesagt alle, die Kranken, um die würde sich gekümmert. Da kann Romilly also sich dann noch von lösen. Einige Leute stehen natürlich dann an den Rotzen, die von Fiona gewiesen worden sind. Steht hier 4 Helden, also Romilly habe ich jetzt einfach mal dazugestellt, zusammen mit dem Leutnant und wie sie alle heißen. Steht ihr dann oben auf dem Zentraldeck und guckt dem Land entgegen, was da größer und größer wird. Seht mal, Land. War nur einen Tag auf See, aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Und bei einem solchen Schiff auch kein Wunder. Gut, seht das mal jeder zu, dass er sein Gepäck hat. Ich werde mir derweil, Ritter Jagold! Oder ja, mein Herr. Dann kommt mit. Jawohl. So, wird erstmal Jasper gesucht. Ja, Jasper kommt auf euch zu. Ah, Magister, Darf ich mich anbieten, auf dieses Schiff aufzupassen, während ihr in Richtung Festum unterwegs seid? Ihm wird nichts zustoßen. Ich fürchte nicht. Ihr steht vorläufig unter Arrest. Wir werden euch nach Festum mitnehmen. Und werdet ihr, wie versprochen, vor Gericht stellen und ich werde für euch sprechen. Ich bin unangenehm überrascht. Aber es ist sehr weise, dass ihr für mich sprecht. Nun, ich habe euch nie vorenthalten, was ich zu tun gedenke. Ach, edler Herr Jan. Und ich habe euch... Einen Moment bitte. Und ich habe euch ebenfalls versichert, dass ich für eure Hilfe, für euren Charakter sprechen werde. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Gut, der Jagold, macht doch bitte ihm die Hände gut fest, Magier und so. Wartet einen Moment, Ritter Jagold. Ich habe unten in den Verliesen sogar eine Eisenkrause gefunden. Das sollte nicht nötig sein. Wir haben unten über ein Dutzend kranke Männer. Magister Jasper ist beauftragt worden von mir mit der Fertigung eines Heilmittels. Ich weiß nicht, ob diese Aufgabe von jemand anderem übernommen werden kann. Magister Bundigian wird uns ja begleiten. Wie ist das mit... kennt sich irgendjemand sonst aus hier mit alchemistischen Mitteln? Boschek vermutlich, der Bibliothekar vom Schiff. Von den Bornländern. Gut, wenn er das machen kann, Nun, Jalan, ich werde mich auch erstmal verabschieden und ihr könnt mich ja kontaktieren, falls sich etwas ergibt.
Verstehe nicht recht. Nun ja, ich muss doch auch irgendwo Geld verdienen und bisher tue ich das nicht. So gern ich euch auch helfen würde. Ich brauche jemanden, der mir die ganze Sache finanziert. Ich muss ein paar Dinge regeln. Puh. Und ihr braucht doch etwas, oder nicht? Nun, eine Crew wird doch aber auch hier bezahlt werden. Und jemand so mutigen wie ihr seid, und ihr seid schon jetzt ein bisschen auf der Arche unterwegs gewesen, so ein Krieger- oder Söldnergehalt wird man euch schon stellen können. Wisst ihr noch, von wem wir gesprochen haben, der uns die Nachricht zukommen ließ? In der Tat. Ich bin mir sicher, wenn wir Kontakt mit ihm herstellen können, wird er für eure Bezahlung sorgen können. Dann regelt die Sachen und ich bin gerne bereit, euch weiterhin zu helfen. Sehr wohl. Wenn ihr Besorgung zu tun habt, könnt ihr gerne mit nach Festung kommen. Ich nicke. Gut. Ritter Jagold, begleitet mich doch noch kurz unter Deck. Wir müssen eine weitere Person aufsammeln. Jawohl, mein Herr. Geht's unter Deck. Blutschluck! Ja, Lan! Kommst mit, es geht auf Wanderschaft. Du sagst bitte. Bitte, euer Gnaden, begleitet uns doch an Land. Wer wird diese Tür bewachen? Dieses Tor? Oder wird diese Tür bewachen? Das soll mir genügen. Sie ist stark genug. Will ich gehofft haben. Gut, gehen wir mit ihm zusammen an Deck. Nun, ich denke, ich habe alles. Wenn noch jemand, wenn niemand mehr sonst was braucht, können wir an Land gehen. Ich würde das Kapitänsdeck versiegeln. Das Schwert sollten wir mitnehmen, nehme ich an. Haltet ihr es für klug? Wir könnten überfallen werden. Und ohne das Schwert haben wir kein Schiff. Nun aber so, das Schwert ist eine sichere Methode, dieses Schiff zu kontrollieren. Jeder, der es in seinen Besitz bringt. Es ist wahr. Wir können nicht riskieren, dass Lup dir mit dem Ding herumfuchtelt. Ich würde empfehlen, dass Magister Brindigian sich darum kümmert. Die sichere Verwahrung. Wird das Beste sein. Gott, der nickt auch nur. Gut. Dann, bereit machen für Landgang. Job dir. Du nicht. Okay, dann haben wir Ephadaios, wir haben Romili, die wird sicherlich euch begleiten. Selbstverständlich. Jalan, Fiona, Ragnar, der hat noch einen prallen Rucksack dabei, wo auch immer er den her hat. Ich weiß nicht, was mit seiner Rüstung ist, das darf er uns nächstes Mal sagen. Brindigian kommt mit dem Schwert. Alrixey, Jasper, Lutschluck, Hyria. Ritter Jagold und vier Männer. Die Ritter Jagold und vier Männer. Oder Frauen, je nachdem, was da ist. Ich hab die anderen erstmal immobil gemacht. So, Ritter Jagold, knapp Frieda. Wo ist der? Ich weiß echt nicht, wo der ist. Vielleicht hast du ihn gelöscht oder so, aber ich finde ihn nicht. Da unten ist er. Der war bei der Treppe. Ah. So, das sind vier. Ich glaube, ich habe ihn schon aus Versehen durch die Gegend geschossen. Ja, genau. Sorry. Und einen weiteren. Ich überlege gerade, da ist keiner mehr. Immer doch Sephirajida mit. Sephirajida. Einfach weil ich das Wort Sephirajida so gerne ausspreche. Da haben wir sie. Perfekt. Und damit geht's dann nächste Woche weiter. Auf dem Weg nach Festorb ins Bornland. Hat das schon vorbereitet und dann gucken wir mal, was da so passiert.